Schuss Koblenz Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brola, das besondere Mineralwasser aus der Region und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brola, fühl dich wohler. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. 18 Uhr und 10 Minuten und bei mir im Studio angekommen ist Frank Linnig, TuS Aufsichtsratmitglied. Schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass Sie bei mir im Studio sind, Herr Linnig. Und wir haben direkt ein ganz spannendes Thema auf dem Tisch liegen, denn heute ist sie vorgestellt worden, die aktuelle, naja, im Prinzip ja auch die erste Forsa-Umfrage zum Thema TuS Koblenz. Genau. So, worum genau ging es in dieser Umfrage? Ja, wir wollten einfach mal statistisch erhoben haben und auch empirisch sauber erhoben haben, wie es so um das Ansehen der TuS Koblenz in der Stadt und in der Region steht und was die Bürger und die Bevölkerung so von der TuS erwarten. So, was ist jetzt aus Ihrer Sicht das interessanteste Ergebnis, wo Sie wirklich gestaunt haben? Ja, wir haben über mehrere Ergebnisse gestaunt. Sie sind zum Glück überwiegend positiv. Das fängt schon damit an, dass in dieser repräsentativen Studie herauskam, dass TuS Koblenz in Stadt und Region zu fast 100% bekannt ist, also von daher ein sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Weiterhin ist sicher positiv, dass die Menschen glauben, dass die TuS Koblenz durch die sehr intensive Jugendarbeit ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung übernimmt. Und die Tatsache, dass wir auch zum Schluss gefragt haben, ob die Wirtschaft und ob Stadt und Kommune der TuS etwas mehr helfen sollen, als sie es vielleicht bisher schon getan haben, hat auch zu sehr guten Ergebnissen geführt. Okay, was jetzt für mich persönlich ein Schockergebnis war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Tatsache, das Ansehen der TuS ist gleich geblieben, obwohl man doch eigentlich jetzt in der letzten Zeit explizit richtig, richtig viel fürs Image gemacht hat. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ja, dieses Ergebnis mag auf den ersten Blick vielleicht nicht so prickelnd sein, aber das zeichnet auch die TuS in der neuen Verfassung aus, dass sie solche Ergebnisse auch publiziert. Es gibt auch Leute, die verstecken sie dann. Okay, ja. Wir haben das nicht gemacht. Hinzu kommt, dass man wissen muss, dass sich ein Image einer Institution, eines Unternehmens, das gilt auch sicher für den Verein, nicht von heute auf morgen verändert. Über die TuS ist ja in den letzten Jahren nicht nur, drück mich vorsichtig aus, nicht nur Positives gemeldet worden. Und diese Stimmungen prägen sicher auch noch das momentane Bild. Es lehrt die Erfahrung, dass sich Imageveränderungen über mehrere Jahre hinziehen. Und wir sind gut beraten, das wollen wir auch tun, weiter intensiv zu arbeiten, damit sich diese Werte noch weiter verbessern. Es sind natürlich auch sehr, sehr viele Dinge passiert bei der TuS, im Guten wie im Schlechten. Jetzt sind wir gespannt. Aktuell tut sich viel. Was für Entwicklungen sich momentan abzeichnen und in welche Richtung das Ganze geht, klären wir gleich mit Ihnen hier in der Antenne Koblenz TuS-Stunde. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Brola Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Brola, fühl dich wohler. Die TuS Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brola, das besondere Mineralwasser aus der Region und sportlicher Partner der TuS Koblenz. Trink Brola, fühl dich wohler. Und bei mir im Studio ist heute Abend Frank Linnig, ein Aufsichtsratmitglied der TuS Koblenz. Wunderschönen guten Abend. Hallo, TuS-Fans und die, die es bald sein werden. Herr Linnig, jetzt gibt es aktuell eine Umfrage, repräsentativ für ca. 660.000 Menschen in und um Koblenz. Das ist ja schon eine ganze Menge. Mhm. Was hat man da gefragt oder warum hat man das Ganze ins Leben gerufen? Worum ging es Ihnen? Gut, zum einen muss man sagen, dass eine derartige Studie, die wir zusammen mit dem renommierten Berliner Forsa-Institut durchgeführt haben, für einen Regionalligisten völlig ungewöhnlich ist und dass das schon alleine, denke ich, ein Merkposten ist, der auch in den Medien Niederschlag finden wird. Was wollten wir damit erreichen? Wir wollten zum einen mal wissen, wo wir wirklich stehen in der Öffentlichkeit und in der Meinung der Bürger. Wir wollten Fakten statt Vermutungen haben und wir wollten sicher auch Werte haben, die für alle Beteiligten, das geht vom Sponsor über den Politiker bis hin zum Mitglied und zum Fan, von Interesse sind. Und last but not least wollten wir für die Arbeit der Vereinsführung in Zukunft auch eine neue Basis haben. Wenn wir das Ganze jetzt mal aus Management-Sicht betrachten, was bedeuten die Ergebnisse da Ihrer Meinung nach für den Verein?
Ja, die Studie hat, wie Sie wissen, insgesamt 14 Fragen gehabt zu unterschiedlichsten Themen. Und insofern steckt da eine Menge an Kleinarbeit, wenn Sie so wollen, drin. Die Ergebnisse, die wir insgesamt betrachten und von der wir per Saldo sagen, es lohnt sich für die TUS aktiv zu werden. Das hat die Umfrage per Saldo bestätigt. Denken Sie nur daran, dass die Bürger der Auffassung sind, zu 68%, dass ein bedeutender Fußballverein für die Stadt Koblenz und für die Bekanntheit der Stadt Koblenz von großer Wichtigkeit ist, dann sind das Werte, die uns Mut machen. Jetzt ist es ja auch so, dass 73% der Leute gesagt haben, es wäre gut, wenn sich die private Wirtschaft stärker für die TUS Koblenz engagiert. Heißt ja auf Deutsch übersetzt, es braucht Sponsoren. So, da ist natürlich die Frage aus Sponsorensicht, was bringt mir die Studie denn da? Ja, die Sponsoren haben, glaube ich, erstmals in der TUS-Historie, das ist auch bemerkenswert, belastbare Zahlen. Das heißt, es sind also keine Hoffnungen, die man in Sponsorengesprächen zum Ausdruck bringen muss, dass man ganz großartig ist und dass man der führende Verein ist. Aber an dem, was es bisher gefehlt hat, waren eben belastbare Zahlen, die einem wirtschaftlich denkenden Unternehmen, und das sind ja die meisten Sponsoren, eine vernünftige Entscheidungsgrundlage bieten. Und die haben wir jetzt geschaffen. Sponsorenschaft ist ja ein Thema, wo Sie sozusagen bei der TUS Fachmann sind. Was hat Sie damals bewogen zu investieren? Weil das war ja jetzt nicht gerade eine Zeit, wo man sagen würde, oh ja, da ist das Geld sicher angelegt. Ja, Sie haben recht mit der Formulierung, die ist sogar interessant. Aber ich habe im Grunde das vor 2 Jahren, als ich in größerem Maße eingestiegen bin, das beherzigt, was wir heute in Form einer neuen Kampagne aus dem Leben gerufen haben. Ich habe sowohl ideell als auch finanziell Ja zur TUS gesagt, weil ich diesen Verein liebe, weil ich mit Leidenschaft dabei bin. Und unter ökonomischen Aspekten kann man so eine Sponsorenschaft in unserem Bereich eigentlich relativ wenig sehen, weil wir kein Unternehmen sind, das direkt vor Ort aktiv ist. Inzwischen ist es deutlich bergauf gegangen mit der TUS. Mehr zum Thema gibt's gleich hier bei uns. Die TUS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Brohler Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Brohler, fühl dich wohler. Die TUS Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Brohler, das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TUS Koblenz. Trink Brohler, fühl dich wohler. Heute Abend bei mir im Studio ist Frank Linnig, einer der Aufsichtsratsmitglieder der TUS Koblenz. Guten Abend. Guten Abend. Es gibt eine Forsa-Umfrage zum Thema TUS Koblenz. Was halten die Menschen hier an Rhein-Mosel und Lahn eigentlich von dem Verein? Wie ist das Bild nach außen? Darüber haben wir eben schon gesprochen. Aber als Reaktion unter anderem auf diese Studie soll es jetzt eine Kampagne geben. Herr Linnig, worum geht's da? Ja, die Studie, sagen wir mal so, hat uns in dieser Kampagne insofern bestärkt, dass wir nun noch besseren Mutes sind, sie zum Erfolg zu führen. Die Kampagne heißt Ja zur TUS und fordert letztlich, wenn Sie so wollen, alle Freunde, Gönner, Unterstützer auf, sich zur TUS zu bekennen. In unterschiedlichster Weise, sei es die Fans, die verstärkt oder noch mehr ins Stadion kommen, sei es die Wirtschaft, die vielleicht nochmal in die Tasche greift und die TUS in ihrer schwierigen Situation unterstützt. Also es ist ein breites Spektrum von Bekennern, die wir gerne für die TUS begeistern wollen. Solidarität mit unserem Verein, also soweit ja schon mal eine klasse Idee. Ich habe schon immer wieder gesagt zwischendurch, Sie sind im Aufsichtsrat der TUS. Das ist eine Berufsbezeichnung, Aufsichtsratsmitglied, die einem häufiger mal bei dem Weg läuft. Aber was genau versteckt sich da eigentlich hinter? Was machen Sie da? Ja, ist eine gute Frage, hätte ich fast gesagt, wobei man schon differenzieren muss. Dieser Aufsichtsrat arbeitet bei der TUS Koblenz GmbH, das ist der Profibereich. Mhm. Bei dem Verein, also bei dem e.V., gibt es einen Verwaltungsrat. Und der Aufsichtsrat der GmbH kümmert sich sehr intensiv, also wir tagen im Schnitt ja, alle 6 bis 8 Wochen erörtern die wirtschaftliche Lage, gucken, wie die sportliche Seite sich entwickelt, versuchen Initiativen, Maßnahmen zu ergreifen, um die TUS weiter nach vorne zu bringen. Also es ist ein recht breiter Ball, der da über das Feld wandert und den wir versuchen halt ehrenamtlich
zu lösen. Das heißt, wie kann man sich da so einen Arbeitsalltag im Aufsichtsrat vorstellen? Gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag? Nö, den gibt es eigentlich nicht. Wir arbeiten insofern sehr teamorientiert zusammen, dass man nicht sagen kann, wir treffen uns jetzt morgens um 10 zur Telefonkonferenz und fragen, was denn gerade anliegt, welcher Spieler verletzt ist, soweit geht's dann nicht. Die Termine werden ordentlich vorbereitet, das macht der Präsident. Und diese Agendapunkte, die unterschiedlicher Art sind, werden dann in jeder Sitzung abgearbeitet. Jeder erhält seine Aufgabe, die er dann möglicherweise und tunlichst bis zum nächsten Mal zu erfüllen hat. Es werden also Hausaufgaben verteilt. Jetzt muss ich mal fragen, aus dem Nähkästchen geplaudert, wie gefällt Ihnen denn diese Funktion? Ja, dieser Begriff Aufsichtsrat klingt ja zunächst sehr schillernd, ist aber in der Regel mit sehr intensiver und harter Arbeit verbunden, die noch neben meinem bisherigen oder meinem Hauptberuf, der darin besteht, eine Agentur zu leiten, ja nebenher gemacht worden muss. Das ist schon zeitintensiv. Habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber nun habe ich mal A gesagt und jetzt sage ich auch B. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen und vor allem Herzblut, aber ich glaube, daran hapert es in dem Fall nicht. Ein anderer verwaltungstechnischer Teil bei der TuS steht demnächst an. Am 6. März gibt es eine große Mitgliederversammlung. Worum es da im Detail geht, darüber sprechen wir gleich. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Prohler Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Prohler, fühl dich wohler. Die TuS-Koblenz-Stunde. Jeden Donnerstagabend auf Antenne Koblenz 98.0. Präsentiert von Prohler. Das besondere Mineralwasser aus der Region. Und sportlicher Partner der TuS-Koblenz. Trink Prohler, fühl dich wohler. Einen schönen guten Abend zusammen. Frank Linnig ist bei mir im Studio, Aufsichtsratsmitglied der TuS. Guten Abend. Guten Abend. Herr Linnig, es ist viel passiert. Es gibt eine Studie zur TuS. Es wird eine Kampagne geben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Wer weiß, wie lange sich das zieht. Aber nicht nur das. Am 6. März ist vor allem eine Mitgliederversammlung angesagt. Was erwartet uns denn da? Ja, im Grunde hat diese Mitgliederversammlung nur zwei Themen. Zum einen muss über eine Satzungsänderung beschlossen werden, die eine Erweiterung des Präsidiums auf 6 Personen von bisher 3 vorsieht. Okay. Und bei Genehmigung dieser Satzungsänderung erfolgt dann auch parallel oder gleichzeitig die Wahl des neuen Präsidiums. Erweiterung von 3 auf 6 Personen, die sich dann an der Spitze damit beschäftigen. Warum eigentlich? Ja, die Erklärung hat heute Professor Hecker bei der Pressekonferenz gegeben und sie ist auch plausibel und einsichtig. Das dreiköpfige Präsidium resultiert noch aus einer Zeit, in der die TuS in der zweiten Liga gespielt hat, demzufolge einen weit größeren Apparat hatte, um Aufgaben zu erledigen. Da war das dreiköpfige Präsidium, das war alles vor meiner Zeit, das dreiköpfige Präsidium schon sehr stark mit Koordinationsaufgaben beschäftigt und nach dem Abstieg oder nach den Abstiegen, muss man ja sagen, in die vierte Liga, ist dieser ganze Apparat, den man zur Verfügung hatte, logischerweise weggefallen, weil extrem eingespart werden musste und das brachte jetzt für das Präsidium eine Menge an zusätzlicher Arbeitsbelastung mit sich, die man jetzt durch die Aufstockung auf 6 Personen versucht zu kompensieren. Jetzt ist es ja so, dass für Sie, sollte das Ganze beschlossen werden, auch eine neue Aufgabe zukommt neben dem Aufsichtsrat, und zwar das Präsidium für Kommunikation. Wie blicken Sie dem denn entgegen? Ich blicke dem, wie das so meine Art ist, relativ gelassen entgegen, weil es A, viel mit meinem Beruf zu tun hat, den ich ohnehin hier ausübe. Insofern ist da ziemlich glaube, zu Hause zu sein. B, kenne ich die Akteure, mit denen wir es dann auch zu tun haben werden. Julian Turek als Pressesprecher wird da eine wichtige Rolle spielen in der Umsetzung der Konzeption, die wir zu machen haben. Ich denke, dass man sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation noch das eine oder andere Rad drehen kann. Und das werden wir dann, wenn die Entscheidung so fällt, wie wir uns das als Kandidaten vorstellen, sicher in Ruhe und der Sorgfalt nach der Mitgliederversammlung tun. Wie bewerten Sie die anderen Entscheidungen, die da getroffen werden sollen könnten? Also Tom Theissen dann für den Bereich Sport und Vangi Nessos für den Bereich Jugend? Also ich halte beide von Ihnen genannten Personen für eine absolute Glückswahl in ihrem Bereich.
Tom Theisen soll ja, wenn er gewählt wird, den Bereich Präsidiumsmitglied Sport übernehmen, damit als auch als Bindeglied zwischen Profibereich und Amateurbereich dienen, während Evangelos Nessas das Präsidiumsamt für Jugend übernimmt und damit für die Nachwuchsarbeit zuständig ist. Ich glaube, zwei bessere Kandidaten für diese Bereiche kann man gar nicht finden. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, wir treten bei dieser Mitgliederversammlung als Team, als sechsköpfiges Team an. Das gilt auch für Mario Blinn, für Werner Hecker und für Dirk Feldhausen. Und wichtig ist auch, dass die Chemie intern stimmt und das erleichtert bekanntlich das Arbeiten. Herr Linnig, jetzt haben wir so viel über Verwaltung und Management gesprochen. Ein bisschen Sport muss ja irgendwie auch noch sein. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht? Wie zufrieden sind Sie sportlich, spielerisch im Moment mit der TuS Koblenz? Also ich bin sehr zufrieden. Wir sind auf einem, das wurde uns in anderer Weise heute auch durch die Forsa-Studie bestätigt, auf einem guten und richtigen Weg. Ich habe zu Saisonbeginn die Prognose gewagt, dass wir am Ende der Tabelle auf Platz 5 stehen. Ich bleibe bei dieser Prognose, sehe Luft nach oben und weiß, dass wir gerade mit Peter Neustädter, dem neuen Cheftrainer, und den weitgehend, denke ich, auch sehr gut gelungenen Neuverpflichtungen in dieser Saison auf einem, wie gesagt, sehr guten Weg sind. Und meine Vision ist ja, dass ich einmal demnächst, vielleicht in naher Zukunft, mit Trainer, Mannschaft und allen Beteiligten, mit denen wir kämpfen, auf dem Rasen vom Stadion Oberwert stehe und einen Aufstieg feiern kann. Das ist unser Fernziel. Herr Linnig, das wünsche ich Ihnen und der TuS Koblenz wirklich von ganzem Herzen. Wir drücken einfach mal ganz fest die Daumen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Abend hier in der TuS-Stunde mein Gast waren. Danke auch. Die TuS-Stunde. Fans, Mitglieder, Akteure. Der Verein stellt sich vor. Jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr. Präsentiert von Brohler Mineralwasser. Reich an wertvollen Mineralien. Trink Brohler, fühl dich wohler.